Liebe Eltern, im folgenden Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Ihre Kinder sich in der Applikation Teams anmelden können. In Zukunft möchte das Kollegium der Kreisrealschule Teams als Plattform zum digitalen Austausch von Daten mit den Schülerinnen und Schülern und als Möglichkeit zur Kommunikation nutzen. Von Teams aus können verschiedene Anwendungen aufgerufen und miteinander verknüpft werden. Ich zeige Ihnen zunächst, wie man sich über das Internet anmelden kann. Und im Anschluss demonstriere ich die Möglichkeit, Teams als lokal installierte App zu starten und sich von dort aus anzumelden. Zur Anmeldung über das Internet öffnen Sie einen Internetbrowser Ihrer Wahl. In diesem Video verwende ich Mozilla Firefox, aber der Anmeldevorgang funktioniert in Google Chrome, Microsoft Edge oder anderen Browsern ganz genauso. Geben Sie die Adresse portal.office.com in der Adresszeile des Browsers ein und drücken Sie auf Enter. Ein Dialogfeld bittet Sie um die Eingabe des Benutzernamens. Der Benutzername wird aus den folgenden Komponenten gebildet. Am Anfang steht das Kürzel der Klassenlehrerin, des Klassenlehrers. Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse haben daher am Anfang ein RU. Unsere Demonstrationsschülerin gehört zu Frau Basermanns Klasse und deshalb beginnt ihr Benutzername mit dem Kürzel BAS. Es folgt ein Punkt und dann die ersten drei Buchstaben des Vornamens. Dann wieder ein Punkt und schließlich die ersten drei Buchstaben des Nachnamens. Aus datenschutzrechtlichen Gründen verzichten wir auf die Eingabe des vollen Namens. Abgeschlossen wird die Eingabe mit @krs-bad-aub.de. Ein Klick auf Weiter führt Sie zum nächsten Dialogfeld. Hier muss das Passwort eingegeben werden. Die Passworte werden gemeinsam mit Ihren Kindern in der Einführungswoche festgelegt. Wir fordern die Schülerinnen und Schüler auf, sich das Passwort an einem sicheren Ort zu notieren. Außerdem bitten wir die Eltern, sich das Passwort ebenfalls aufzuschreiben. Ein vergessenes Passwort kann nicht von den Kindern selbst zurückgesetzt werden, sondern muss von mir neu vergeben werden. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir keine Rund-um-die-Uhr-Hotline einrichten können und ich nicht in der Lage bin, für ca. 300 Schülerinnen und Schüler alle paar Wochen neue Passworte zu vergeben. Selbstverständlich sind die Passworte geheim und dürfen nicht zwischen den Schülerinnen und Schülern ausgetauscht werden. Im folgenden Dialogfeld werden Sie gefragt, ob Sie angemeldet bleiben möchten. Falls dieser Rechner nur von Ihrem Kind genutzt wird, dürfen Sie diese Frage gerne bejahen. Ansonsten empfehlen wir, hier Nein zu klicken und sich jedes Mal neu anzumelden. Das hat auch den Vorteil, dass man das Passwort im Kopf behält. Ich zeige Ihnen nun einen kurzen Blick auf die Oberfläche von Teams. Sie werden sehen, dass die Oberfläche auf den verschiedenen Geräten sehr ähnlich ist. Die Reiter auf der Menüleiste sind überall gleich und auch die Kanäle und Dateien werden auf jedem Gerät synchronisiert. Jetzt melde ich mich über die Teams-App an. Die Download-Adresse wird hier kurz eingeblendet. Sie finden aber auch einen Link auf der Homepage der Kreisrealschule www.krs-bad-orb.de. Wir empfehlen die Installation der App auf Ihrem System, weil die Web-Applikation auf bestimmte Funktionalitäten Ihres Rechners nicht zugreifen kann. Beispielsweise kann man über die Teams Web-App nicht an Videokonferenzen teilnehmen, da diese App die Kamera nicht starten darf. Sie sehen, dass der Anmeldevorgang dem eben beschriebenen gleicht. Die App speichert die Anmeldedaten und Ihr Kind muss sich nur beim ersten Start anmelden. Es sei denn, die App wird von mehreren Usern benutzt. Dann muss man sich bei jedem Nutzerwechsel explizit ab- und neu anmelden. Auch jetzt schauen wir uns kurz auf der Oberfläche um. Zentrale Anlaufstelle ist der Kanal Allgemein. Hier werden die Aufgaben verteilt und abgegeben. Der Titel jeder Aufgabe beginnt mit dem Fach, für das die Aufgabe gestellt wurde. Zum Ansehen der Aufgaben und dem Upload der Lösungen gibt es ein eigenes Tutorial. Frau Bassermann und ich haben auf der Homepage der Kreisrealschule Infomaterialien zu verschiedenen Themen für Sie bereitgestellt.
Dazu gehören auch schriftliche Handouts und Tutorial-Videos. Wenn Sie auf den Reiter Kurs Notizbuch in Teams klicken, finden Sie eine Anleitung, wie das Kursnotizbuch verwendet werden kann. Welche Möglichkeiten der Teams-App in der Klasse Ihres Kindes eingesetzt werden und in welcher Form das geschieht, darüber werden Sie von den Fachlehrerinnen und Lehrern informiert.